noch mehr Kunden, noch mehr Umsatz, noch mehr Gewinne. Ja, das ist natürlich das fortlaufende Thema hier auf meinem YouTube-Kanal. Hallo, mein Name ist Thomas Klein. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Experte für Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Unternehmen und Unternehmern. Solche, die auch gerade erst am Anfang stehen, beziehungsweise aber auch schon viele Mitarbeiter haben und bis hin zu großen IT-Firmen, die ich betreuen durfte und aushelfen durfte, auch operativ in der Lead-Gewinnung, Kundengewinnung etc. mit bis zu 1500 Mitarbeitern teilweise. Sowas wie eine VW-Tochter. Und in den letzten Jahren habe ich auch vermehrt kleinere Kunden betreuen dürfen, bin auch angefragt worden, insbesondere auch über meinen YouTube-Kanal. Und das ist also dieses ewige fortwährende Thema, ich brauche noch mehr Kunden, noch bessere Kunden vor allen Dingen. Und deswegen hier mal dieses Video unscripted, ohne irgendwie was, hier große Vorbereitung einfach mal gerade raus. Es gibt letztendlich diese zwei Extreme mal kategorisieren. Das eine ist, auf der einen Seite hast du letztendlich noch gar nichts, ja. Und alles, was du letztendlich tun kannst, du hast kein Geld, du hast kein Brand, du hast keine Marke, du hast vielleicht nicht mal eine Webseite, du hast noch keine Kunden, du hast Nullen und nada, nix. Und alles, was dir da übrig bleibt zu tun, ist letztendlich auf dieser extremen Seite den Hörer in die Hand zu nehmen und Leute anzurufen. Also die knallharte Kaltakquise, die Neukundenakquise, so direkt, wie es nur irgendwie geht. Ja, also wenn du in einer großen Stadt wohnst, wie zum Beispiel München, so wie ich, ja, dann kannst du dort auch einfach von Türklinken putzen, also persönlich sogar versuchen, dir Termine einfach vorbeischauen. Und der erste wird nicht klappen, aber wenn du 20 Mal vorbeigeschaut bist, glaub mir, das machen nicht sehr viele und dann fällst du auf und in der Regel wird das auch respektiert von Leuten, wenn du sie unbedingt kennenlernen und sprechen möchtest. Häufig ist einfach Kaltakquise nichts anderes als wie nur ein Spiel der Beharrlichkeit. Letztendlich, klar, können da auch Skills dazu, aber die reine Kaltakquise, bis du überhaupt mal zum Entscheider durchkommst, bis du überhaupt mal die Gelegenheit bekommst, zuzuhören, bis du überhaupt mal die Gelegenheit bekommst, überhaupt Einwände zu bekommen, die du dann behandeln könntest, ja, verlangt es noch nach ganz anderen Skills, und das sind Skills wie zum Beispiel Beharrlichkeit. Also einfach dran zu bleiben, niemals aufzugeben. Und einfach wie so eine Zecke sich festzubeißen und einfach erst dann wieder loszulassen. Also entweder wird der Kopf abgehackt, ja, der Kopf abgedreht, oder du lässt erst dann wieder los, wenn du dich vollgesaugt hast. Also das ist letztendlich, was erfolgreiche Kaltakquise eigentlich ausmacht. Und alles andere ist einfach nur Spielerei, ne, dass du einfach irgendwie rein als Alibi irgendwie dich Freitagnachmittag 2 Stunden hinsetzt und ein bisschen rumtelefonierst, das ist alles nur Alibi. Na, das ist alles nur Gewissensbefriedigung und bringt dich eigentlich nicht weiter. Was auch dich nicht weiterbringt, ist, wenn du externe Dienstleister, und da kommen wir jetzt auch zu meiner Dienstleistung, die ich seit Jahren anbiete, wenn du externe Dienstleister beauftragst, dich operativ zu unterstützen, die letztendlich nur auf der Oberfläche rumdümpeln, also letztendlich auf so einer Art Metaebene für dich Telefonate führen. Also nochmal, du bist jetzt in einem Extrem, du hast keine Webseite, keinen Brand, keinen Namen, keine Visibilität, keine Sichtbarkeit, kein Online, nix. Das heißt, hier geht es letztendlich darum, dass du über diese beinharte Kaltakquise durch dir eine Chance überhaupt mal erst erarbeitest, einen Entscheider kennenlernen zu dürfen, den du dann letztendlich auch deine Produkte oder deine Dienstleistungen pitchen darfst. Und das geht eben nur durch zwei Dinge. Also du kommst dann nur hin, natürlich Beharrlichkeit, aber letztendlich über zwei Dinge, das ist Quantität und Qualität. Und hierbei ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Quantität, weil ich oft gefragt werde, ne, was ist wichtiger, Quantität, Qualität, wie viel Kaltakquise, Calls und so weiter. Quantität hat überhaupt keine Bedeutung, wenn die Qualität null ist. Ja? Also wenn ich Maximum an Qualität habe, hat es immer noch einen Wert. Wenn ich aber Maximum an Quantität habe, aber keine Qualität, hat es null Wert. Genau null. Ja? Und wenn ich ein Maximum an Qualität habe und sehr wenig oder geradezu null Quantität, ist zwar auch nicht so befriedigend, aber es hat immer noch einen Wert. Also
wenn ich ein Kundengespräch habe, aber der Kunde ist halt einfach top, dann kann ich mit dem theoretisch trotzdem viel Geld verdienen. Und das ist halt das, wo, das sind also die Punkte, wo halt immer wieder auftauchen, ja. Und wo ich einfach immer wieder auch Mut machen möchte, wo letztendlich viele sich da auch ein bisschen verrennen, weil sie einfach, wenn sie noch ganz am Anfang stehen, einfach auch unterschätzen, was es sozusagen für Hürden mit sich bringt und dann eventuell die falschen Leute auch beauftragen, die ihnen irgendwas versprechen, was sie dann nicht einhalten können. Und die häufig dann auch zu günstig sind für das, was sie eigentlich leisten müssten. Denn einen Vertriebler einzustellen, der warme Leads verwandelt, bei einer Firma, die schon läuft, die schon Brand hat und alles drum und dran, Sichtbarkeit und so weiter und so weiter, der sollte eigentlich eher weniger kosten, weil der muss ja nicht mehr viel machen, in Anführungsstrichen. Ne? Also es ist dann teilweise nur noch ein Relationship Manager, ein sogenannter Account Manager. Wenn ich aber gerade dann, wenn ich eben noch am Anfang bin, dann muss die Wahl des Vertrieblers, des Akquisiteurs, ja, oder der Telesales, der Telemarketer, entsprechend besonders nachhaltig sein. Ja, also besonders wichtig, dass du genau dir dann die richtigen suchst. Und da gibt es nicht so viele. Da gibt es auch nicht viele Telesales-Center und Telekom-Marketing-Agenturen, die das wirklich gut können. Wir reden hier natürlich von Softwareentwicklern, also IT-Experten. Es gibt natürlich viele Telesales-Center, die einen guten Job machen für, was weiß ich, Handyverträge verkaufen und ähnliches. Das ist immer mein Standardbeispiel. Aber für Softwareentwicklung, ich habe schon viele, viele Telesales-Center von innen gesehen, die sind alle an diesem Thema gescheitert. Ja, Softwareentwicklung, komplizierte Produktlösungen, Projektgeschäft, ja, in generell. Und das ist aber das, was die in der Regel meine Kunden ja zu mir kommen. Das ist das, was die wollen. Denn letztendlich, klar, ein SaaS-Produkt ist auch eine schöne Sache, aber das Projektgeschäft ist halt das, wo du eigentlich in der Regel mit startest. Ansonsten hast du halt noch die andere Option, das ist das SaaS-Produkt und da brauchst du halt entsprechend Kapital. Das geht ohne dem nicht und das haben wir eben die meisten nicht, die zu mir kommen. Also das soll es gewesen sein für dieses Video und das andere Extrem, mache ich vielleicht nochmal ein extra Video dazu, dass dieses Video jetzt nicht zu lange wird. Das andere Extrem ist halt das, dass du halt schon ein Brand hast, ne, und so weiter und so weiter. Und dann hast du halt grundsätzlich, lebst du in einer komplett anderen Welt. Also es ist nicht nur ein bisschen anders, es ist halt komplett anders. Ja. Und abschließend vielleicht noch das eine Statement von mir, dass viele, die halt zu mir kommen, die halt letztendlich auch viele andere YouTube-Kanäle verfolgen und auch vieles erzählt bekommen von anderen Agenturen und von anderen Beratern, von anderen Coaches und so weiter, dass die halt immer nur die Firmen sehen, logischerweise, weil die schon sichtbar sind. Weil ansonsten würden sie ja nicht sehen. Das heißt, die unsichtbaren Firmen, die eigentlich das gleiche Problem haben wie du, die siehst du ja nicht, weil sie eben unsichtbar sind. Das heißt, du siehst nur die, und YouTube und Facebook und was weiß ich wo, in LinkedIn, die ja schon sichtbar sind. Das heißt, die haben ja diese Probleme schon bereits überwunden. Und deswegen scheint es dann dort meistens häufig eben um einfaches leichter und die machen dann meistens auch viel Methoden, die eben da schon viel besser funktionieren. Ja, wie sowas wie zum Beispiel Facebook-Ads schalten und so weiter, die im Grunde eigentlich nur funktionieren, wenn du schon eine sehr, sehr hohe Sichtbarkeit hast oder auch schon, sagen wir mal, ein sehr hohes Fallback. Also Fallback ist letztendlich, okay, ich schalte kalt auf Facebook-Ads und dann sehen die Ad irgendwie, weiß ich nicht, 5-mal, 10-mal und so weiter und dann fangen die an, dich zu googeln. Okay, wenn sie dich dann nicht finden, ist das in der Regel ein verlorener Lead. Ja? Und ich kann auch zum Beispiel die E-Mail-Adresse einsammeln und dann E-Mail-Kampagne machen. Aber auch dann ist es so, dass die dich sofort, an irgendeinem Punkt, wenn sie sich versuchen, anderweitig zu recherchieren und das nachzuprüfen, was du denen im E-Mail-Marketing versprichst oder im Facebook-Marketing. Und dazu gehört eben diese Gesamtpräsenz, diese Sichtbarkeit, Webseite, Google, alle Kanäle und so weiter und so weiter. Und letztendlich dein Brand. Ja, dein Branding, dass du Gesicht zeigst, Bilder, Fotos, Videos von dir produzieren lässt und veröffentlichst und so weiter. Ja, und die meisten sind da eben noch nicht und dann müssen sie eben durch die beinharte Kaltakquise und da wiederum gibt es nur sehr wenige, die das wirklich gut beherrschen, also so machen auch können, dass es sich auch profitabel erstmal lohnt und dass man darauf aufbauend dann letztendlich immer weniger davon benötigt und sozusagen sich dann seine Sichtbarkeit, seinen Brand und so weiter eben aufbaut und dann eben auch immer mehr wärmere Leads bekommt. Und das ist natürlich der Sinn und Zweck
einer jeden Strategie, ja, der Skalierung. Weil rein nur auf Kaltakquise basierend ist natürlich Skalierung auf Dauer nicht so sehr profitabel, sondern das ist immer nur eine Beimischung, um neue Märkte, neue Zielgruppen und so weiter zu generieren. Und mit einem Kernbestandskundenmasse ist letztendlich das, wo du planbar ein Unternehmen aufbauen kannst. Und dieser Kern, der muss wachsen über die Zeit. Ja, der wechselt, wird immer größer und drumherum baust du dann immer wieder neue Kaltakquise. Ganz am Anfang ist dieser Kern eben so gut wie nicht vorhanden und alles, was du machst, ist eben quasi nur Kaltakquise. Und diesen Weg zu gehen, ist halt immer das Schwierigste, insbesondere wenn man nicht viel Geld hat, weil man muss halt erstmal investieren, das ist halt nochmal so. Ja, es ist noch kein Apfel vom Baum gefallen, ohne dass ich vorher irgendwo eine Saat in die Erde reingesteckt habe, wo erstmal ein Baum draus gewachsen ist. Und von daher einfach dir mal über diese paar Dinge nochmal Gedanken machen und eventuell dich dann auch bei uns melden, dann können wir dir vielleicht eventuell weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Ciao.